Was geht, Leute? Mein Name ist Dennis Jessen. Willkommen zurück zu einem neuen Spiel, was wir heute spielen werden. Es nennt sich Fears of Phantom allein zu Hause. Sind wir allein zu Hause? Das werden wir erfahren. Frage ist, bist du allein zu Hause, während du das Video hier schaust? Das ist ja die Frage. Okay, ich mache dir jetzt schon Angst, bevor das Video überhaupt begonnen hat. Vielleicht soll ich es nicht tun. Abonniere kostenlos, dann kommt das Video so hoch, lass es nach oben da. Das ist To Phantom Episode 1. Und anscheinend gibt es keine weitere Episode, es gibt nur eine Episode. Juli 12. Die Frage ist, welches Jahr? Das würde mich auch interessieren. Aber okay, akzeptieren wir einfach. Ich würde aber mal so... Oh. Ich wollte nicht, dass es auf Reddit hochkommt. Was? Ich weiß nicht mal, wo ich beginnen soll. Ich kann sehr schlecht Geschichten erzählen. Okay, okay, ich verstehe schon. Da warte mal, wir erleben eine Geschichte. Bro, ich weiß nicht, ob es das besser macht, ehrlich gesagt. Ich bin mir da nicht sicher. Ich schätze mal, ich starte einfach. Ja, okay, tu das einfach mal. Bro. Also jemand erzählt jetzt quasi eine Geschichte und die durchleben wir quasi in dem Videospiel. Es war in der Mitte eines Sommers. Okay, im Sommer. Da passieren öfter mal Sachen, glaube ich. Meine Eltern haben am Wochenende einfach mich verlassen für die Arbeit. Was heißt, ich war alleine übers Wochenende, oder auch nicht? Ich habe mich auch sogar gefühlt, als ich konnte nicht schlafen um diese Uhrzeit. I won't sleep to get up just about any time. Okay, also er hat einfach irgendwann geschlafen. Ich habe auch nicht geplant, das zu fixen. Okay, also er hat nicht geplant, sein Schlafen zu fixen. Okay, sehr interessant. Also, ja, wie ihr sehen könnt, er erzählt eine Geschichte. Wann machen wir aber jetzt auf? Oh, ist das der Wecker? Hilfe. Oh, ist nice. Space to get up. Oh, 8. Das ist gut. Nach einem Nap. Wie jetzt? Okay, spielt keine Rolle. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Wir sind hier in diesem Haus. Und hier haben wir ein Bild von... Das ist Jesus. Das ist ein Fake-Jesus. Was zum Teufel? Zieh das mal rein. Was ist das hier? Das ist... okay, nice. Interessant. Aber das ist das Haus, wo wir sind. Wie gesagt, wir sind alleine. Unsere Eltern sind weg. Was natürlich ein bisschen tragisch ist, weil wie gesagt, wir sind alleine. Oh, damn, das ist cool. Man sieht Autos, die langfahren. 8 Uhr morgens, man, logischerweise fahren Autos lang, richtig. Warte mal. Space to get up. Was habe ich getan? Habe ich gelernt? I did have homework that night, but I was too hungry to do it right after waking up. Also, wir haben Hausaufgaben gemacht, glaube ich. Okay, ich sehe schon, gefällt mir. Okay. Also, bis jetzt ist wirklich niemand da. Warte mal. Escape. Meine Mutter hat mir... What? Okay, warte mal. Bro, was hat meine Mutter geschrieben? No need to order, kein Grund, um irgendwas zu bestellen. Ich habe dir Lasagne diesen Morgen gemacht. Schau im Kühlschrank. Okay, und hier auch. Was zum Teufel, warte mal. Ich würde es gerne durchlesen. Warte, also das rechts bin ich, oder? Wann kommt ihr zurück? Wir werden am Montag zurückkommen, sagt die Mutter. Habe ich das dir nicht gestern gesagt? Cool. Pass auf dich auf, Schatz. Schlafe pünktlich. Ich hoffe, du wirst die Xbox bekommen, wie du versprochen hast. Ich meine, wenn du den Discount bekommst. Ich habe Jason, Mason und Joss eingeladen für die Nacht. Für Hausaufgaben. Okay, ja klar kannst du... okay. Also, ja, jetzt weiß ich Bescheid. Warte mal, was ist das hier? Mason Oliver. Das ist mein Kumpel oder was? Yo, yo, okay. Kommst du zu Jessica morgen? Zu Jessica? Wer ist Jessica? Okay. Keine Ahnung. Hoffentlich werden wir es noch erfahren. Ich meine, das ist eine Flau. Wir müssen sie kennenlernen, logischerweise. Ja, Josh kommt auch. Wie sieht es mit dir aus? Ich weiß es nicht. Was ist falsch? Was ist schief? Oder, ja, genau. Wolltest du sie nicht gestern sehen? Sie ist nicht hergekommen. Oh, es ist so, als hätte sie gar nicht gejuckt. Du juckst mich aber. Okay, wie auch immer. Auf jeden Fall waren das die Gespräche, sehr interessant. Es ist halt, wir hatten anscheinend ein Date und sie kamen nicht. Ist schon ein bisschen sad für ihn, kann ich mir vorstellen. Was? Frag mich nicht, wieso ich sofort zu meinen Eltern gegangen bin. Das ist halt eine Geschichte, die er erzählt. Also es passiert nicht im Jetzt, sondern es ist quasi eine Geschichte. Aber wir spielen es, als wär's jetzt sozusagen. Aber er erzählt eine Story. Und wir haben auch keine Lampe oder sowas. Und ja, das Schlafzimmer der Eltern, das ist halt so ein Ort, da geht man halt nicht wirklich gerne rein, das Kind, würde ich sagen. Oder ich meine, was sucht man da? What? Okay. Ducken. Aber wozu soll ich mich ducken? Oh, ich kann so rausgucken. Coole Gegend. Ich mag solche Gegenden. So eine typisch amerikanische Gegend. Ich soll wahrscheinlich Lasagne essen, oder? Let's go. Ist kalt. Vielleicht in der Mikrowelle? Ich meine, da würde ich mein Essen theoretisch warm machen, muss ich sagen. Kann ich das zumachen? Ja, das geht. Perfekt. Okay, lass mal sehen. Wo soll ich das warm machen?
Oder sollen wir es überhaupt warm machen? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Aber ich meine, ganz ehrlich, ich bin so einer, ich würde das auch kalt essen. Ich finde Lasagne kalt auch geil, muss ich sagen. Ich kann mich einfach ducken. Okay, ja, das weiß ich. Oh, warte mal. Konnte ich da... Da war doch irgendwas. Seht ihr das? So ein kleiner Punkt. Okay, aber da konnte ich nichts machen. Oder ich würde die Lasagne einfach so essen. Aus dem Behälter. Das wäre auch ganz witzig auf jeden Fall. Aber... Wow. What? Okay, warte, wir gehen mit der Lasagne raus. Können wir ins Wasser gehen? Ich glaube nicht. What? Okay, wir können ins Wasser gehen. Warte mal ganz kurz. Da ist das Auto. Aber die sind doch weggefahren, oder nicht? Oder ist es mein Auto? Das kann schon sehr wohl sein, dass es mein Auto ist. Alter, wir sind draußen. Nee. Warte, ach, wir können jetzt nicht weiter raus. Okay, das macht Sinn. Aber interessant, dass wir hierher können. Okay. Oh mein Gott, diese Musik, diese Sounds im Hintergrund. Ne, das ist nicht viel Musik, aber... Warte mal, kommt auch von hier rein. Ich sollte alle Türen schließen, oder? Das wäre, ich glaube, das Schlauste. Was soll ich jetzt machen? Aber was ist mein nächstes Ziel? Ich meine, die Lasagne haben wir zwar in der Hand, aber ich kann sie nicht auf den Tisch, Teller tun. Okay, warte mal. Wieso geht das immer hoch? Seht ihr das? Es ist so, als sollte ich hier durchschauen. Sollte ich vielleicht jemanden sehen, der mich beobachtet? Oder wie sieht's aus? Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau. Aber, lass mal hier kurz umschauen. OTV. Wow. Warte mal, was war das? Was war das? Wer ist das? What? Wen sehen wir da? Bro, was tut der Typ da? Ich meine, er will seine Zähne putzen wahrscheinlich, oder? Wird auch Zeit nach einem Jahr, what? Oh mein Gott. Bro. Alleine Horrorfilme gucken, bist du gestört? Hast du einen Schaden? Ich glaube, der Typ hat einen Schaden. Okay, ich mach lieber aus. Ich kann mir das nicht lange angucken. What? Oh, wir haben gechillt. Okay, okay, ich sehe schon. Geh zum Werfen. Ich meine, das ist schon ziemlich dämlich, muss ich sagen. Ich meine, seien wir mal ehrlich. Die Lasagne kann man gebrauchen. Ich werde die Lasagne aber mal in meiner Hand behalten. Obwohl, wisst ihr was? Ich werde sie einfach zurücklegen, ist okay. Anscheinend sollen wir sie gar nicht essen. Ist in Ordnung, ist in Ordnung. Ich packe sie mal hier hin. Oh, guter Wurf. Sehr gute Toffen. Einmal auf die Schulter klopfen, auf jeden Fall. Also, das steht fest. Muss ich wirklich sagen. Ja, das Ding ist... Oh, ich habe sogar Nachbarn. Okay, das ist cool. Wir können ja nicht wirklich viel mehr machen, oder? Wir gehen hier einfach rum. Aber was soll ich als nächstes tun? Soll ich vielleicht da oben nochmal gehen? Vielleicht will er nochmal schlafen. Das kann sehr wohl sein. Lass uns das mal tun. Unten habe ich mich überall umgeschaut, oder? Okay, geht sehr langsam nach oben. Seht ihr das? Wie langsam er nach oben geht? So, also ich meine, es ist klar, schwerer nach oben zu gehen, als unten zu gehen. Warte, lass mal hier. Wie spät ist es überhaupt? 8:03 Uhr. Hier nochmal aus dem Fenster schauen und da ist niemand. Nope, da ist niemand. Das Wort würde ich niemand. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen nochmal in mein Zimmer und schauen uns mal dort um, weil, ganz ehrlich, man weiß ja nie, man kann niemand vertrauen, Leute. Ich sag's euch. Okay, hier ist nix. Ich kann mich immer ducken, seht ihr das? Jedes Mal. Okay, das ist also dazu da, um runter zu gucken, aber duckt man sich, um dahin zu gucken? Ja, okay, wie auch immer. Okay, warte mal, kann ich mich nochmal ins Bett legen? I always close my door before going to bed. Ah, wir müssen mal die Tür schließen, bevor... Ja, das mache ich aber auch immer. Das mache ich immer auf jeden Fall. Können wir das Licht ausmachen? Leider nicht und das auch nicht, ne? Okay, dann würde ich sagen, let's go, lass uns hinlegen, lass uns ein bisschen schlafen. Richtig? Anscheinend ja. Ich bin wieder zu Bett gegangen. Als sollten wir öfter zu Bett gehen oder so. I got up again. Ich bin wieder aufgestanden, okay. Ich meine, das sehen wir theoretisch. Und jetzt? Warte, willst du normal schlafen? Ich probiere immer normal zu schlafen. Einfach so aus Spaß. Mich interessiert einfach, ob es funktioniert. Ja. Hä, ich bin schon wieder ins Bett gegangen. 8:03 Uhr. Es ist derzeit dieselbe Uhrzeit. What? Ich bin schon wieder aufgestanden. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Und es ist immer noch dieselbe Uhr. Okay, irgendwas stimmt gerade nicht, Leute. Warte mal. Habe ich gerade irgendwie was gehört oder... Habe ich das nur eingebildet? Ich bin mir gerade nicht sicher, ehrlich gesagt. Ich bin mir gerade wirklich nicht sicher. Ich kann mich schon wieder ducken. Aber schon wieder ist nichts draußen. Hä? Okay, ich bin ein bisschen verwirrt. Ich glaube, ich gehe mal davon aus, ich muss ein paar mehr Sachen anklicken vielleicht. Oder mich ein bisschen mehr umsehen. Hier haben wir einen Kamin. Kamine sind mega geil. Ich feiere Kamine mega. Großer, großer Fan von Kaminen. Da ist auch niemand. Ein Bild, okay. Ja, da ist nur eine riesige Hecke. Wir können halt hier chillen, wenn wir Lust haben, ne?
Vielleicht will das Spiel, dass ich einfach ein paar Sachen mache. Ich meine, was tut man, wenn man allein zu Hause ist? Ich mache meistens Videos oder so oder mache andere Sachen, die interessant sind auf jeden Fall. Aber ja, lass mal hier kurz sehen, ob hier irgendwas ist. Na, Lampe, Radio, TV nochmal, Wetterbericht. Ja, das ist ein toller Wetterbericht auf jeden Fall. Es wird morgen, die Welt wird mal explodieren. Vielen Dank für die Information. Ich weiß es sehr zu schätzen, danke, danke, danke. Ja, die Frage ist die Lasagne. Was ist mit der Lasagne? Sie ist jetzt wahrscheinlich auch schlecht geworden. Wieso schaue ich immer aus dem Fenster? Ich tendiere wirklich immer dazu, aus dem Fenster zu schauen, jetzt ohne Scheiß. Okay, warte mal. Ich glaube, ich packe sie erstmal in den Kühlschrank. Kann ich das hier in den Kühlschrank tun? Ah, da muss ich treffen. Kann ich das schaffen? Ich glaube nicht, Leute. Auf den Tisch klappt es aber ganz gut. Oh. Drink. Nice, wir können was trinken. Oh. Okay. Und hinwerfen. Perfekt. Mit der Lasagne kann ich es aber nicht tun, dass ich einfach so esse, ne? Leider geht das nicht. Oh, normal. Okay, wir trinken ein bisschen mehr. Wir trinken aber ein bisschen mehr. Ist okay. Ich meine, es schadet ja nicht, zwei Flaschen einfach so zu trinken. Ich kann nichts putzen. Oh, warte, vielleicht... Nee, das können wir nicht nehmen. Ich meine, du hast schon was zu putzen, aber ja. Okay. Was haben wir noch hier? Cornflakes, I need to... Ah, hier. Wow. Sag mir nicht, dass die ganze Zeit... Okay, das kann ich nicht glauben. Essen wird warm. Okay, Essen wird warm. Das war gerade crazy. Ich hatte nicht gedacht, dass es funktioniert. Ich dachte, wir machen es mit der Mikrowelle. What? Okay, was jetzt? Wo haben wir es überhaupt... Haben wir es in den Ofen getan? Okay, ja, anscheinend schon. Das Ding ist, dass er sagt es in meiner Vergangenheit. Essen wurde erhitzt. Also, es wurde erhitzt. Endlich können wir es essen, Leute. Endlich. Richtig? Hallo? Ist doch drin, oder nicht? Food was already warm. Ja gut, dann willst du vielleicht einen Teller oder sowas holen? Hier vielleicht oder hier? Komm schon, irgendwo muss es doch sein, oder nicht? Ich meine, definitiv sogar. Hallo? Irgendwo? Okay, das ist das weird. Kann ich das vielleicht einfach so essen? Nein, so funktioniert das nicht. I like watching TV while I ate. Ah. Danke für die Information. Ups. Ups. Okay. Ich hatte das Gefühl, früher später, wenn ich rausgucke, würde irgendwas passieren. TV zu gucken, während man isst, das ist schon cool. Das macht schon Spaß, muss man wirklich sagen. Okay. Ah, wir müssen TV anmachen, natürlich. Ich glaube, das will das Spiel von mir. So. Okay. Und jetzt? Funktioniert es jetzt? Ich weiß nicht, ob es funktioniert, ehrlich gesagt. Das Ding ist, ich muss das ja irgendwie auf einen Teller tun, oder nicht? Ich kann doch nicht alles essen, oder wie sieht's aus? Ah, das war das. Ja, ich dachte gerade. Ich dachte gerade schon. Ich meine, warte kurz. Nee, okay, das funktioniert so nicht. Okay. Das Ding ist, ihr könnt sehen, wir brauchen eine Teller. Warte mal, Gabel? Gabel, können wir das nehmen? Nein! Wir können das nicht... Warte mal, habt ihr es gehört? War das im Fernseher? War das im Fernseher oder nicht? Oh, das war im TV, oder? Oder macht der TV überhaupt Sounds? Ja, er macht Sounds, okay. Er macht Sounds auf jeden Fall. Okay, das ist gerade sehr weird, muss ich sagen. Seht ihr das? Weil ich check das nicht so wirklich. Okay, wisst ihr was? Ich werde es mal werfen. Boom. So, und jetzt setzen wir uns hin. Funktioniert das jetzt vielleicht? Nein, auch nicht. Okay. Also das wiederholt sich immer nur im TV die ganze Zeit dasselbe. Also da passiert auf jeden Fall nichts. Wir können auch hier an die Vordertür rausgehen, aber... ich habe jedes Mal dieser TV, ne? Das Spiel ist so ruhig. Und jedes Mal denke ich, irgendwas passiert gleich. Oh! Oh, wir können so essen. Okay, ich sehe schon. Okay, okay. Nice. Ich schaue die ganze Zeit dasselbe im TV, aber ist okay. Ist in Ordnung. So, das hat wir gemacht. Very sleeping after eating food. Ja, das ist oft so, wenn du etwas viel isst und er hat eine Menge gegessen. Ich meine, wie hast du es geschafft in so einer kurzen Zeit? Zwei Nachrichten von Mason Oliver. Was? We're gonna have to call it off, man. Irgendwas ist passiert. Also wir haben abgesagt. Aber du musst morgen zu Jessica kommen. Okay. Was ist denn passiert? Ich meine, kann er mir nicht sagen, was passiert ist? Packen wir es mal hier hin. Und gehen nach oben schlafen, würde ich sagen. Bro, aber das Gute ist, wisst ihr, was das Gute ist? Er erzählt dir die Story in der, also in der Zukunft. Hä? Es tut mir leid, Miles, ich sehe dich morgen. Also mein Name ist Miles. Okay, gut zu wissen. Ja, kein Ding, Oliver. Ist okay. Alles bestens. Ich
bin nicht traurig. Na gut, dann würde ich sagen, Schlafenszeit, oder? Dann würde ich sagen, Schlafenszeit. Ich erinnere mich, ich hatte Hausaufgaben, bevor ich... Okay. Ich meine, ich habe die ja theoretisch schon gemacht, oder nicht? Ja gut. Dann machen wir sie halt eben nochmal. Ich konnte mich nicht fokussieren wegen dem TV-Geräuschen unten. Okay, ich verstehe. Könnte ich auch nicht, ehrlich gesagt, bei diesem blöden TV. Ich werde ganz ehrlich, vor allem, es wiederholt sich ja die ganze Zeit alles nur, also... Das ist nicht so geil, muss ich sagen. Nicht das Geilste der Welt, auf jeden Fall. Aber kein Problem. Kein Problem, Miles. Ich glaube, viele in Amerika heißen Miles. Schon oft gehört, auf jeden Fall. Cooler, cooler Name, auf jeden Fall. Sehr sympathisch. Also ganz ehrlich, dachte im Essen könnte ich niemals Hausaufgaben machen, weil ich könnte mich einfach nicht konzentrieren. Warte mal, mach mal die Tür des Schlafzimmers zu. Ich habe damit nichts zu tun. Ich will gar nicht wissen, was da passiert in diesem Zimmer. Ich will das echt nicht wissen. Machen wir jetzt zu? Okay, dann lass uns Hausaufgaben machen, Leute. Das ist eine gute Idee. So, nice. Schön die Hausaufgaben machen. Wie auch immer du dich konzentrierst nach dem fetten Essen. 12:38 Uhr am Morgen. Okay. I got done with the homework for the day in about a few hours. In ein paar Stunden bist du damit fertig geworden? Ach so, aber du wolltest doch schlafen, oder nicht? Von Mutter Nachrichten. Don't set up too late, kids. I shouldn't get to hear from Miss Paula this time. Also bleib nicht zu lange wach, Kinder, und ich sollte nichts von Miss Paula dieses Mal hören. Anscheinend hat sie sich beim letzten Mal beschwert. So, willst du vielleicht schlafen gehen? Lass mal sehen. Ich meine, er wollte das doch, oder nicht? Er wollte auf jeden Fall schlafen. Oh. 1:16 Uhr. I got up to get some water. Ich bin aufgewacht, um ein bisschen Wasser zu bekommen, okay? Interessante Story. Ich meine, das ist doch mittags, aber wieso... Oh, warte mal. AM. AM oder PM? AM, oder? Das heißt, es ist nachts. Hast du den ganzen Tag geschlafen? Bro, was zum Teufel? Okay. Jetzt sind wir auf jeden Fall nicht mehr alleine. Oh mein Gott. Was geschieht hier gerade? Was passiert hier gerade? Nach unten? Wasser. Okay, hier ist Wasser. So, trinken. Let's go. Ist irgendwas hier? Oh, Bro. Oh, Bro. So, bist du gesättigt? Oder nicht? Oder willst du noch eine Flasche? Hier, ich hab noch eine Flasche. Wir können auch alles trinken, wenn du Bock hast. Oh, damn. Warum ist es so dunkel? Okay, warte mal. Oh, was ist auf dem TV? Kein Signal. What? Okay. Interessant, interessant. Soll ich vielleicht rausgehen? Oh, ich kann nicht weiter rausgehen. Hallo? Hallo? Oh, das Spiel ist aber geendet. Das war's. Es war Episode 1. Es war Episode 1. Also, ja, für noch mehr Horrorspiele, lasst mal oben da, abonniert kostenlos, aktiviert die Glocke und ich sehe dich im nächsten Video wieder. Bye!